So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. Auch dieses Mal haben wir uns auf den Fußballplätzen in unserem Sendegebiet umgesehen und das sind die Themen. Salzburger Liga, der FC Bergheim besiegte den FSV Kuchl. Erste Landesliga, der ASV Salzburg musste sich im Heimspiel gegen Strobl geschlagen geben und Erste Landesliga Reserve. Der ASV Salzburg setzte sich gegen die Reservemannschaft des SV Strobl durch. Wir beginnen gleich mit der Salzburger Liga, denn da fand ja am Feiertag in Bergheim das Spiel zwischen dem FC Bergheim und dem SV Kuchl statt. Und wie dieses spannende Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im folgenden Beitrag. Beim Spiel des FC Bergheim gegen den SV Kuchl zunächst einmal den im Blau-Weiß spielenden Gastgeber am Ball. Das Spiel, das vor 250 Zuschauern stattfand, lief zunächst einmal in Richtung Tor der Gäste, in dem Silvio Zambretta stand. Jetzt wieder eine neue Möglichkeit. Herrliche Aktion. Pass. Versucht es, aber der Ball geht rüber. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gäste. Jetzt wieder. Weiter Abschlag. Pass. Neuerlicher Versuch. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Ball geht vorbei. Vielleicht jetzt. Zunächst einmal Silvio Zambretta am Ball. Rückpass, weiter Abschlag, gute Aktion, aber auch da geht der Ball nicht ganz hin. Dann wieder Elfmeter, Schuss und Markus Leitner verwertet zum 1:0 für den Gastgeber. Keine Chance für Silvio Zambretta im Tor des SV Kuchl, da was zu machen. Dann wieder ein neuer Angriff. Der FC Bergheim versucht es über die linke Seite und erneut sehr gute Parade vom Kuchler Goalie. Silvio Zambretta klärt zur Seite und der Halbzeitstand lautete 1:0 für die Gastgeber. Dann die 50. Minute, Schuss und Tor 2:0. Dieses Mal war Stefan Ernst. Erfolgreich. Hätte man durchaus halten können. Neuer Pass. Dieses Mal konnte sich Silvio Zambretta auszeichnen. Rückpass. Eine herrliche Aktion. Der Ball geht allerdings ins Out. Wieder der FC Bergheim. Legt sich den Ball sehr weit vor. Neuer Versuch und dieses Mal herrlich aufgepasst von der Offensive. Wieder Elfmeter und abgewehrt. Herrlich gemacht von Silvio Zambretta, der damit seinen Fehler von 2:0 ausbügeln konnte. Und sich jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Rückpass, immer noch der FSV Kuchl am Ball. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder Freistoß, Schuss, Nachschuss und Tor. Maximilian Kehnler erzielte den Anschlusstreffer, der allerdings etwas zu spät kam. Der Endstand dieser Begegnung lautete auch 2:1 für die Gastgeber und war absolut verdient. 2:1, so lautete also das aus Sicht des FC Bergheim erfreuliche Endergebnis. Und es ist zu sagen, dass es eines Elfmeters bedurfte, bis das erste Tor fiel. Die Gäste aus Kuchl konnten erst in der 91. Minute den Anschlusstreffer erzielen, der allerdings, wie sich herausstellen sollte, nichts weiter als Ergebniskosmetik war. Von der Salzburger Liga kommen wir hinunter in die erste Landesliga.
denn da traf die Mannschaft des ASV Salzburg in Itzling auf jene des SK Strobl. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Beim Spiel in der ersten Salzburger Landesliga zwischen dem SV Salzburg und dem SK Strobl zunächst einmal die in Weiß spielenden Gäste am Ball. Im Tor der Gäste begann übrigens Johannes Wampel, der im Sommer vom USK Hof zum SK Strobl gewechselt ist. Es befanden sich etwa 100 Zuschauer im Stadion. Dann wieder ein Abstoß vom Tor von Thomas Gotzmann. Gute Aktion über die linke Seite, aber es bringt nichts ein. Noch einmal ein Rückpass. Wieder eine gute Aktion in der Verteidigung. Pass. Schöne Aktion, aber es bringt, so kann man ja verraten, nicht wirklich etwas ein. In das Spielgeschehen spielte sich in dieser Phase hauptsächlich im Mittelfeld ab. Spielstand daher logischerweise 0:0. Jetzt einmal eine Abseits-Situation aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt. Jetzt wieder ein Angriff. Der Gastgeber verliert den Ball. Neuerlicher Versuch, aber da, wie schon erwähnt, sich das Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld abbildete, gab es keine weiteren. Jetzt wieder. Neuerlicher Angriff. Gut aufgepasst von Johannes Wampel. Tore Geste. Rückpass. Immer noch die Geste, aber es bringt nichts ein. Der Spielstand nach 45 Minuten lautete daher auch vom Spielverlauf her 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Die Seiten wurden gewechselt und der SK Strobl ist am Ball. Rückpass, neuerlicher Angriff, Pass, aber auch da ist nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Und sehr gut aufgepasst von Johannes Hampel, der im Nachhaken den Ball sichern und somit einen Gegengreifer verhindern konnte. Jetzt wieder ein neuer Versuch, schreiben die 56. Minute. Neuerliche Kontermöglichkeit über die rechte Seite. Flanke. Scheitert zunächst. Pass. Nachschuss und Tor. 0:1. Thomas Stadler vom SK Strobl war erfolgreich und stellte auf 0:1 für den Tabellenführer in dieser Liga. Dann wieder ein Angriff. Der SV Salzburg bringt den Ball ins Out, bringt also nicht wirklich etwas ein. Und jetzt wieder ein neuer Versuch. Das Geste, Pass. Nachschuss. Gut aufgepasst. Die Gäste bringen den Ball nicht mehr im Tor unter, können allerdings dieses Spiel aufgrund des Spielverlaufes und des sehr sehenswerten Treffers von Thomas Stadler. 0:1. Das war also das Endergebnis zwischen dem ASV Salzburg und dem SK Strobl. Und auch hier ist zu sagen, dass Tore besonders in der ersten Halbzeit Mangelware waren. Daher war es nur allzu logisch, dass der Halbzeitstand torlos 0:0 lautete und erst in der 56. Minute erzielte Thomas Stadler das 0:1 für die Gäste, wobei zu sagen ist, dass Thomas Gotzmann bei diesem Tor absolut chancenlos war. Wir bleiben gleich beim Duell ASV Salzburg gegen den SK Strobl, kommen allerdings hinunter zu den Reservemannschaften und soweit kann ich hier verraten, da sieht die Sache ein wenig anders aus. Mehr dazu sehen wir im Folgenden. Beim Spiel der Reservemannschaften zwischen dem SV Salzburg und dem SK Strobl zunächst einmal die Gastgeber am Ball, die in rot-weißen Dressen spielen. Zunächst einmal ein weiter Abschlag, dann wieder ein neuer Angriff der Gäste über die linke Seite. Neuer Versuch, Pass, aber
Auch das Geschehen fällt ein Mittelfeld ab und es bringt nichts ein. Spielstand vorerst 0:0. Wieder ein neuer Versuch. Im Tor der Gäste steht übrigens Christoph Leimer, der auch bei der Kampfmannschaft auf der Ersatzbank sitzt. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Pass, gut aufgepasst vom Ersatz-Tole der Reservemannschaft. Kein weiterer Dreck. Jetzt wieder. Pass, der ASV Salzburg bleibt am Ball, aber der Ball geht über das Tor, sodass es weiterhin bei einem unveränderten Spielstand bleibt. Jetzt wieder. Neuer Versuch. Hebt den Ball drüber. Aber kein Problem für den sehr gut aufgestellten Goalie des ASV Salzburg. Der Elfmeter zur Halbzeit 0:0. Dann wieder die zweite Halbzeit. Rückpass. Weiter Abschlag. Erneuter Angriff über die rechte Seite. Pass. Aber sehr gut aufgepasst. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Zieht ab, Schuss und Tor. 1:0 für die Gastgeber. Christoph Leimer im Tor der Gäste ist geschlagen. Und die Gastgeber gehen also in Führung. Neuerlicher Versuch. Die Stroh sind am Ball. Gut aufgepasst. Jetzt wieder. Rückpass. Der SK Strobel bleibt dran, weiter Abschlag, aber auch da bringt es nichts ein. 1:0 der aktuelle Spielstand in dieser Begegnung. Vielleicht jetzt. Neue Kontermöglichkeit. Schuss und Tor. 2:0, herrlich herausgespielt. Auch dieses Mal hätte Christoph Leimer näher zum Stürmer hingehen können und somit ist es natürlich auch wichtig, dass man als Goalie dem gegnerischen Stürmer die Chance nimmt, aber man redet sich ja von außen sehr leicht. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Gut aufgepasst vom Mannschaft des Halbzeit. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerlicher Versuch, aber es ändert sich nichts mehr. Die Reservemannschaft des ASV Salzburg gewinnt diese Begegnung gegen Strobel verdient mit 2:0. Feiert einen wichtigen 2:0. So lautete das Endergebnis beim Reservespiel zwischen dem ASV Salzburg und dem SK Strobel. Und auch hier geht das Ergebnis vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Denn beide Mannschaften zeigten sehr guten Fußball und Christoph Leimer konnte einige gute Chancen der Gastgeber zunichte machen. Erfreuliches gibt es auch vom FC Apollo Salzburg zu vermelden, der sich in der Champions League Generalprobe gegen den SV Ried mit 2:0 durchsetzte und somit einen weiteren Sieg feiern konnte. Mit diesen erfreulichen Aussichten sind wir auch schon wieder fast am Ende dieses Sportplatzes angelangt und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Information mit auf den Weg geben, nämlich die, dass für alle Eishockey-Fans diese Woche die Eishockey-Saison mit den Nachwuchsspielern beginnt. Am 20. August startet also die Champions Hockey League mit dem Spiel der Salzburger Eisbullen gegen die Sheffield Steelers aus England. Wir drücken natürlich die Daumen und wie dieses Spiel ausgegangen ist, das werde ich euch in der nächsten Sendung erzählen.
Bis dorthin bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche noch eine angenehme Zeit, eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus.